In diesem Video möchte ich das Telekom Speedport W925V vorstellen. Das Speedport W925V ist IP-Telefonanlage, LAN-Router und WLAN-Router in nur einem Gerät. Es ist optisch relativ ähnlich zum Speedport Smart. Der wesentliche Unterschied ist, beim W925V gibt es hier die Klemmbeschaltung für die TRE-Anschlüsse, also für analoge Geräte. Und zusätzlich ist ein integrierter ISDN-S0 vorhanden, ebenfalls auch mit Klemmbeschaltung, um vorhandene ISDN-Telefone oder Telefonanlage am IP-basierten Anschluss der Telekom weiter nutzen zu können. Zum Lieferumfang gehört die Bedienungsanleitung, ein Netzteil für die Stromversorgung. Wir haben hier das TRE-Anschlusskabel. Dieses wird ohne Splitter verwendet, das heißt einfach in Ihre vorhandene Telefondose und das Gegenstück kommt an den Router dran. Falls Sie einen Glasfaseranschluss nutzen, bräuchten Sie dieses Kabel zur Verbindung mit dem Glasfasermodem. Und mit diesem gelben Netzwerkkabel können Sie Ihren Computer oder Laptop anschließen. Und ebenfalls noch dabei ist eine Wandhalterung. Das heißt, hier können Sie das Speedport W925V dann bequem auch an die Wand anschrauben. An der Rückseite des Geräts befinden sich hier verschiedene Buchsen und Anschlussmöglichkeiten. Von die graue Dose, wo DSL dran steht, das ist letztlich die Verbindung zu Ihrem Telekom-Telefonanschluss. Dieser Stecker wird also in die Telefondose gesteckt, ein DSL-Splitter wird dabei nicht mehr verwendet. Das W925V ist für DSL, VDSL, VDSL Vectoring und Super Vectoring geeignet, also auch für hohe Geschwindigkeiten. Sollten Sie einen Glasfaseranschluss nutzen, gibt es hier diese nächste Dose noch. Dann wird hier mit diesem beiliegenden Kabel das Glasfasermodem verbunden. Zum Anschluss von Computern oder anderen Netzwerkgeräten gibt es hier diese vier Gigabit LAN-Ports, so dass Sie per Netzwerkkabel diese Geräte dann mit dem Router verbinden können. Ja, auch was kabelloses Internet via WLAN betrifft, ist das W925V auf dem aktuellsten Stand. Es unterstützt den gleichzeitigen Betrieb auf 2,4 GHz und 5 GHz. Es kann die aktuellen Standards, zum Beispiel N und AC. Auf WLAN AC mit 5 GHz werden Geschwindigkeiten zum Beispiel von bis zu 1700 Mbit pro Sekunde erreicht. Das Ganze auch mit der 4x4 Antennentechnologie, also Multi-User MIMO, ist hier verbaut und macht das Gerät damit zukunftsfähig. An der Unterseite im Standfuß befindet sich der Routerpass. Dieser ist dann auch entnehmbar. Wenn Sie also mit zum Rechner nehmen, da steht das Gerätekennwort und das WLAN-Kennwort drin. Die Daten sind auch unten auf dem Fuß nochmal aufgedruckt, falls Sie den Routerpass einmal verlegen sollten. An der Vorderseite gibt es verschiedene Status-LED, zum Beispiel ob die Verbindung zum Telekom-Server besteht, ob die Telefonie funktionsfähig eingerichtet ist. Hier unten sind nochmal Taster mit Info-LEDs. Ich kann hiermit das WLAN ein- und ausschalten. Ich kann hier neue WLAN-Geräte per WPS-Taste verbinden. Oder ich kann zum Beispiel schnurlos Telefone suchen, denn dieses Speedport 925V enthält auch eine integrierte DECT-Basisstation für schnurlose Telefone. Dank der integrierten DECT-Basisstationen können Sie auch bis zu 5 solcher DECT-Schnurlos-Telefone wie das Speedphone der Telekom anschließen. Auch HD Voice, also beste Sprachqualität, wird dann unterstützt. Am Gerät können zwei analoge Endgeräte, also zum Beispiel Telefon oder Fax, direkt per TRE-Stecker angeschlossen werden. Alternativ gibt es hier diese Klemmbeschaltung für diese beiden Ports 1 und 2, wenn Sie zum Beispiel eine vorhandene Hausverkabelung nutzen möchten. Wir haben hier den ISDN S0 für ISDN-Telefone, ISDN-Telefonanlagen und auch diese können per Klemmbeschaltung angeschaltet werden. Also wenn Sie eine vorhandene ISDN-Telefonanlage am IP-Anschluss der Telekom weiter nutzen möchten, ist das mit dem W925V möglich. Am USB 2.0 Anschluss können Sie zum Beispiel eine USB-Festplatte oder einen USB-Drucker anschließen und dieses Gerät dann im Netzwerk nutzen. Des Weiteren gibt es hier drüben noch den Anschluss für das Netzteil, ein Reset-Button und ein Button, um das Gerät neu zu starten. Das Speedport W925V ist optimal zur Nutzung am IP-Anschluss der Telekom geeignet. Es ist auch die ideale Voraussetzung für Entertain TV, dem Fernsehen der Deutschen Telekom, hier in Verbindung mit diesem Media-Receiver. Smart Home selbst ist hier nicht integriert, also die intelligente Haussteuerung in Verbindung mit der Smart Home Basis der Telekom. Können Sie natürlich aber auch mit dem W925V Smart Home nutzen. Sollten Sie die ISDN-Funktion des Gerätes nicht benötigen und die Klemmbeschaltung, können Sie sich alternativ auch für das Telekom Speedport Smart entscheiden, denn hier sind bereits einige Basisfunktionen von Smart Home integriert.
Den WLAN-Router erhalten Sie zum einmaligen Kaufpreis oder alternativ als Endgeräte-Service-Paket zum monatlichen Preis. Das Gerät selbst können Sie auch über unsere Webseite online bestellen. Wenn Sie auch eine Tarifberatung wünschen, zum Beispiel zur Umstellung eines bisherigen Analog- oder ISDN-Anschlusses auf den IP-Anschluss der Telekom, dann können Sie gerne auf unsere Hotline anrufen. Dort beraten wir Sie gerne auch zu Tarifwechseln auf schnellere Technologien, also zum Beispiel DSL auf VDSL Vectoring. Rufen Sie uns einfach an. Ansonsten natürlich auch diese Tarife können Sie online auf unserer Webseite bestellen.